Geschenkideen aus den Kategorien Deko, Wohlfühlen oder Beauty für Freunde, Verwandte oder Bekannte, darum soll es heute gehen. Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute geht es um Geschenkideen, Kleinigkeiten, die man vielleicht Verwandten, Bekannten, Freundinnen schenken kann oder vielleicht auch den Erzieherinnen in der Kita. Da gibt es natürlich ganz unterschiedliche Kategorien, die vielleicht passend sind oder weniger passend sind. Dekoration ist so eine Sache, wo man weiß, okay, derjenige mag vielleicht nicht Düfte, derjenige mag vielleicht nicht bestimmte Lebensmittel. Dann nehme ich etwas aus der Kategorie Dekoration, denn eine schöne Kleinigkeit könnte passend sein. Beginnen wir bei den simpelsten Dingen, sowas wie Trockenblumen. Das findet ihr bei Das Depot auf jeden Fall immer wieder im Angebot und immer wieder auch schön in guter Qualität. Ich habe sie ja selber hier auch zu Hause und das finde ich ist ganz dankbar, weil man das je nach Saison immer wieder rausholen kann. Sie sind langlebig, derjenige, der beschenkt wird, hat lange was davon. Ja, oder die kleinen Teelichter aus Porzellan, diese Häuschen, die finde ich für die dunkle Jahreszeit, bringen die einfach so einen warmen Charakter ins Heim hinein und gehen eigentlich aus meiner Sicht so das ganze Jahr über. Das ist jetzt nicht nur so ein Weihnachts- und Wintergeschenk, sondern theoretisch kann man das auch ganz gut beim sommerlichen Filmabend auch nochmal anmachen. Die Häuschen sind quasi unkaputtbar, wenn sie nicht hinfallen. Meine Kinder lieben das auch und ich finde, das ist so ein schönes Dekogeschenk, was auf jeden Fall geht. Ja, bleiben wir noch kurz bei Dekoration und das habe ich euch auch schon mal vorgestellt. Die Holzschilder, viele kennen vielleicht noch das Willkommensschild von mir, was ich vor der Tür habe, von Hardwork Germany. Sie ist auch auf Instagram vertreten, hat einen Etsy-Shop und diesen Etsy-Shop kann ich euch eben auch sehr empfehlen. Und ich unterstütze auch gerne kleine, gewerbetreibende Frauen, wo ich weiß, die machen einfach eine gute Arbeit und das kann ich von ihr behaupten, denn das Schild, was ich da draußen habe, ich glaube, ich habe es jetzt das zweite Jahr, es ist bei Wind und Wetter draußen, das Einzige, was diesem Schild etwas anhaben kann, ist der Wind, denn der pustet es mir ab und zu mal um, ansonsten ist es auch wirklich unverwüstlich. Und ich habe mir das jetzt selber geschenkt, quasi für meine Kaffeeecke. Und wenn ihr wisst, dass jemand gerne Kaffee trinkt, schaut gerne auch mal in meine Kaffeeliste. Ich habe ja auf Amazon so eine Liste mit Kaffeeartikeln, die ich empfehlen kann und die ich ganz gerne nutze hier bei uns in der Kaffeeecke. Und so ein Schildchen hier, so ein Holzschild, das gibt es natürlich auch mit saisonalen Grüßen und passend zur Hochzeit, zu jedem Anlass. Sie nimmt sicherlich auch eigene Kundenwünsche entgegen. Wie gesagt, ihr könnt ihr schreiben auf Instagram und auf ihrem Etsy-Shop. Ja, jetzt wechseln wir galant vom Thema Kaffeeecke zum Thema Tee. Es gibt ja nicht nur Kaffeetrinker, ich bin ja auch so auch gerne mal ein Teetrinker, vor allen Dingen in der kalten Jahreszeit. Und ich habe euch die Tasse hier beim letzten Mal schon in einem Vlog-Video vorgestellt, von Hydro Flask, das ist so eine Thermotasse. Die ist relativ preisintensiv, da lohnt es sich vielleicht am Black Friday oder in der Black Week mal ein Auge drauf zu werfen, ob es die dann runtergesetzt gibt. Aber ich finde, sie hat einen großen Nutzwert, denn darin bleiben die Getränke ja wirklich lange warm. Ich würde sagen, es ist jetzt weniger was, um es mit für unterwegs zu nehmen, weil sie eben einen Henkel hat hier, die Tasse. Aber für im Haus rum, wenn seinen Tee vergessen hat und dann ist der schon kalt, das ist immer finde ich, so ein bisschen so ein Downer. ich verlinke euch auch die günstigere Alternative von Stanley. Das ist eine sehr bekannte amerikanische Marke und Stanley hat ganz ähnliche Thermotassen. Gibt es, glaube ich, auch von Alfie. Also so eine Thermotasse für zum Haus oder im Haus trinken finde ich persönlich sehr praktisch. Habe ich sehr schätzen gelernt. Es gibt natürlich auch noch Porzellantassen. Sowas wie das hier, meine war von Thun, das Modell gibt es glaube ich nicht mehr, finde ich aber jetzt für Tee zum Beispiel auch sehr praktisch, weil das hier so ein eingebautes Sieb hat, das eben keinen Müll erzeugt, sondern man kann dieses Porzellansieb immer wieder waschen in der Waschmaschine, in die Waschmaschine packen und in die Spülmaschine packen, das wäre besser, und da den Tee draus trinken. Und zum Thema Tee kann ich euch auch sagen, das ist auch so ein Geschenk aus der Kategorie Wohlfühlen, wo ich denke, da wäre ich sonst so nicht drauf gekommen. Meine Schwägerin hat mir aber, ich glaube, letztes oder vorletztes Jahr einen Tee geschenkt, wo ich das ganze Jahr dran Freude hatte. Das war so ein Entspannungs- und Wohlfühltee. Dann waren wir ja letztes Jahr auch noch in Ostfriesland und haben da Tee gekauft. Und da habe ich das wirklich sehr schätzen gelernt. Darum habe ich jetzt vom Teehandelskontor Bremen mir verschiedene Sets gekauft, die ich auch gut verschenken kann.
Zum einen hier das Groove, der ultimative Mix Bio-Tee mit 10 Teeproben in 4 Sorten. Das sind jeweils so lose Teebeutelchen mit den Sorten Miles of Smiles, Sound of Summer, Power of Love und Taste of Heaven. Das sind also so ein bisschen modernere Sorten, allerdings auch, wie gesagt, in Bio-Qualität. Und sowohl ein Schwarztee ist dabei, aber auch Kräutertee und auch Früchtetee, also so eine Mischung von allem. Und finde ich, ist jetzt recht modern aufgezogen. Wer eher was Klassisches verschenken will, so Richtung Ostfriesland denkend, der ist vielleicht mit diesem mit diesem Teemix ein bisschen besser bedient. Da sind auch 10 verschiedene Sorten drin. Früchtetee, Rosentee, Maracuja, Apfeltraum, Paradieskirsche, Kräutertee, Harmonie, Kajütenzauber, Ingwerzauber und Mate Guarana. Also auch wirklich ein schönes, hochwertiges Geschenk, finde ich. Auch gerade hier vom Handelskontor Bremen, da weiß man, das kommt dann eben auch aus gutem Anbau oder ist gut zusammengemischt und qualitativ hochwertig. Wenn man jetzt natürlich weiß, derjenige mag gerne Chai-Tee, dann könnt ihr euch natürlich auch direkt auf eine spezielle Sorte stürzen. Wir haben jetzt hier, weil mein Mann das sehr liebt, den Chai-Tee Vanille. Und Chai-Tee ist halt, glaube ich, auch so ein Klassiker in der Winter- und Weihnachtszeit. Da hat man wirklich den ganzen Winter was davon. Und wir haben wirklich festgestellt, dass es schon einen Unterschied macht, ob man aus dem Supermarkt einen Chai-Tee kauft oder eben wie jetzt hier zum Beispiel vom Handelskontor einen hochwertigen Anbieter, der vernünftigen Tee macht. Das macht wirklich auf der Zunge einen Unterschied. Ich habe mir für mich jetzt gegönnt Kräutermond, Kräutertee zum Abschalten und Ruhe bekommen, so am Abend. Das habe ich gemerkt für mich. Das bringt mir immer sehr viel Freude, wenn ich abends noch eine warme Tasse Tee trinke, die mich so ein bisschen beruhigt und alles so ein bisschen runterfährt. Und darum freue ich mich hier auf diesen Kräutertee. Jetzt kommen wir zur Kategorie Beauty. Da habe ich ja in der letzten Zeit auch ein bisschen Neues ausprobiert für mich, bin aber auch wieder zu alten Klassikern zurückgekommen. Ein Klassiker, der liegt so um die 28 Euro herum, finde ich, lässt sich auch sehr gut verschenken, nämlich eine Lidschattenpalette, und zwar die Naked 2 von Urban Decay, eine Palette im Nude Look, wo wirklich ich auch schon die Basic-Palette Teil 1, quasi die erste Version davon, durchgenudelt habe und quasi schon fast geleert habe. Jetzt habe ich mir wirklich die zweite nochmal gegönnt und habe gedacht, das ist wirklich auch ein schönes Geschenk, was man jemandem schenken kann, der sich vielleicht zwar gerne schminkt, aber sich selber da nicht so rantraut oder der unsicher ist, jemand, der sich vielleicht ein leichtes Tages-Make-up gönnen möchte, vielleicht fürs Büro, für die Arbeit, aber mit verlässlichen Farben, die gut funktionieren. Und ich finde, Urban Decay hat da wirklich gute Arbeit geleistet, weil ich persönlich nutze wirklich, wenn ich auf Reisen bin, die komplette Palette. Also den dunkelsten Ton nehme ich zum Beispiel, um meine Augenbrauen nachzuziehen. Der hellste Ton dient auch als Highlighter, zum Beispiel unter den Augenbrauen, zum Verblenden und zum Akzente setzen. Also da ist wirklich für jeden was dabei. Ist ganz einfach zu handhaben und in bester Qualität. Und da finde ich die 28 Euro wirklich ein super Deal. Ja, weiter geht's mit Beauty-Artikeln, und zwar Pflegeartikeln von Bodyshop. Das wisst ihr ja, dass ich da in letzter Zeit auch noch mal öfter zugeschlagen habe. Ich selber habe jetzt gerade noch 2 Artikel, die ich bestellt habe für meine Familie zum Verschenken. Und es gibt auch jede Menge weihnachtliche Düfte, da freue ich mich schon drauf. Jetzt im Moment, wo ich das Video filme, sind die leider noch nicht verfügbar, aber mich werden die sehr reizen. Gerade dieser Pinienduft und Spicy Orange finde ich sehr ansprechende Düfte für die Winterzeit. Und was ich aber auch auf jeden Fall euch jetzt schon zeigen kann, sind hier so 2 Geschenkesets, die in so einer Art Papptasche kommen. Finde ich auch sehr nachhaltig gedacht. So wie Bodyshop eben als Marke auch ist, nachhaltig, vegan und ohne Tierversuche. Also wirklich, da kann man auch mit gutem Gewissen dann was kaufen und ein bisschen zuschlagen für die Freunde oder Familie. Hier dieses Set zum Beispiel mit Rose, das wisst ihr ja inzwischen. Wer meine Favoritenvideos guckt, weiß, dass ich gerne Rosenduft mag. Mit einer schönen Handcreme dabei, die sind auch immer super, die Handcremes. Und ich finde auch diese kleinen Handcreme-Typchen super für im Büro oder in die Handtasche mitzunehmen. Und dann hier die Bodybutter,
da brauche ich, glaube ich, nicht viel zu sagen. Also Body Butter, das ist wirklich eine Bank. Also das ist, glaube ich, bekannt unter vielen Leuten, dass die wirklich ganz, ganz tolle Produkte haben. Und dieser Rosenduft hier ist so voll meine Linie. Sehr dezent, aber eben nach Rose duftend und sehr, feuchtigkeitsgebend. Das gleiche Set gibt es hier noch mit Avocado, Duschgel und Handcreme. Und das kommt dann aber eben mit so einer Mandelmilch-Bodybutter, finde ich auch sehr ansprechend und gut gedacht. Aber wie gesagt, schaut gerne mal danach, nach den Weihnachts- und Wintergeschenkesets von Bodyshop, kann ich euch total ans Herz legen. Ich finde die zum einen tolle Produkte, tolle Qualität, nachhaltig gedacht und auch, das hat so was Besonderes, finde ich. Wenn man das verschenkt, da weiß man, derjenige wird sich sicherlich freuen, denn das sind ganz besondere Produkte, die man sich so im Alltag jetzt nicht unbedingt in der Drogerie kauft. Wenn ihr jetzt sagt, mit Düften weiß ich nicht so, aber Handcreme ist grundsätzlich eine gute Idee, kann ich euch noch den Tipp geben, die Handcreme von Sebamed mit Urea. Also alles, was mit Urea ist, ist aus meiner Sicht funktioniert das super. Entweder Shea Butter oder Urea sind so Wirkstoffe, die der Haut wirklich nachhaltig gut tun, aus meiner Sicht. Ich bin jetzt natürlich kein Dermatologe, aber ich wollte euch den Tipp trotzdem noch geben. Ich habe mir die Sebamed Handcreme fürs Büro gekauft, einfach weil ich im Büro jetzt nicht unbedingt nach sonstigen Düften duften möchte, sondern da relativ neutral bleiben möchte. Kann ich euch empfehlen, Sebamed Handcreme. Wenn wir jetzt schon noch bei den Händen sind, wollte ich euch auch noch empfehlen, auch eine schöne Kleinigkeit, nämlich Nagellack-Geschenksets. Da müsst ihr natürlich wissen, derjenige, den ihr beschenkt oder diejenige, die ihr beschenkt, dass die Nagellack trägt hin und wieder. Dann finde ich, ist Nagellack immer ein schönes Geschenk, weil das auch so eine Sache ist, da traut man sich vielleicht nicht, die ein oder andere Farbe zu kaufen und möchte sie doch eigentlich insgeheim ganz gerne mal ausprobieren. Deshalb kann ich euch hier von Essie, da gibt es ja jede Menge so Geschenksets, von Essie empfehlen. Die haben auch immer so schöne weihnachtliche Geschenksets, auch in unterschiedlichsten schönen Farben, und da ist immer auch so ein Nude-Ton dabei, den man sowieso täglich brauchen kann. Ich habe jetzt für meine Tochter noch von Miss Nella entdeckt, so ein Kindernagellack. Auch das ist natürlich was, da müsst ihr wissen, wollt ihr das oder nicht. Ich sehe das jetzt nicht so streng, ehrlich gesagt. Von Miss Nella gibt es hier so ein Peel-Off-Nagellack, also da braucht man dann anschließend keinen Nagellack-Entferner, um den wieder runterzukriegen. In drei ganz zauberhaften Farben, da weiß ich schon, dass die meiner Tochter auf jeden Fall gefallen. Das ist aber auch vielleicht so ein schönes kleines Geschenkeset, was in den Nikolausstiefel passt oder was man vielleicht auch der Freundin der Tochter schenken könnte zu Weihnachten, eine kleine Aufmerksamkeit. Man kann den natürlich auch aufteilen in drei kleine Geschenke und in den Adventskalender packen. Also das finde ich, ist ein ganz toller Fund und freue ich mich schon drauf, dass wir den anwenden können. Schaut gerne hier in die Infobox. Weiter unten habe ich noch alte Geschenkvideos und Geschenkidee-Videos für euch hinterlegt. Ebenso wie die Internetadresse zu meinem Amazon-Schaufenster. Da findet ihr alle meine Favoriten sortiert in Kategorien. Und da könnt ihr auch schauen, ob diese Artikel gerade im Angebot sind, besonders in der Prime Week oder Prime Day. Da seht ihr dann auf einen Blick nach Kategorie sortiert, ob vielleicht ein Schnäppchen dabei ist. Ich hoffe, es war jetzt für euch was dabei und wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Macht's gut. Tschüss!